Nicht hauen. Geh weg. Nein! Was sagen, nicht zugehen, Thor, nicht ohne mich zugehen! Ich hab kein Licht. Ich weiß nicht so recht, wo ich hin soll. Kein Öl in der Laterne. Schöner Stuhl. Hier sind noch ein paar Kisten. Da wird jetzt erstmal versuchen, raufzukommen. Ich bin raufgekommen. Okay, hier ist eine Kiste zum Mitnehmen. Eine. Habe ich, glaube ich, meine einzige... Oh, ein Arm, ein Bein, ein... Ist da hinten hin eine Kiste geschmissen? Raucht die Kiste da hinten? Da vorne ist noch eine Kiste. Hier sind noch mehr Körperteile. Jausi! Bei dem kriege ich Panik. Ich mag keine Dinge, die ich nicht sehe. Hier ist noch ein Metalltor. Wo ist der Hebel dazu? Scheiße! Da ist ein Ventil. Ich komme hier an keine Kiste. Meine einzige Chance ist, wer die Kiste da einfach mitnimmt. Alter Schwede, dauert das lange. Oh, und er hat da auch ganz lange mit zu tun, okay. Hallo? Meine Maus ignoriert mich. Aua. Es haut, es haut. Ja, das war... ist ein bisschen mies. Wenn die Steuerung gar nicht möchte, wie ich das möchte. Okay, try again. Ganz viel Platz auf dem Mausbett machen. Nashi, Nashi hilft immer. Ah. Okay, das war Mist. Jetzt habe ich nämlich auch nichts mehr zum Werfen. Verdammt. Hast du gerade meine Kiste weggeschubst, so Freches?
einfach meine Kiste weggeschubst, auf der ich stand. Nimm das Ärmchen. Ja, prima. Die Tür. Au, 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 au. Oh, das ist fies. Komm. Oh, Mann. Nee. Oh, war das fies. Dahin. Hast du gerade meine Kiste weggeschubst? Du Krebsmensch. Halt wirklich, wirklich weniger Jumpscare. Es ist halt wirklich Psycho-Horror. Eindeutig. Ja, also ich muss aber auch sagen, mit so Psycho-Horror komme ich weniger klar als mit Jumpscares. Also ich habe Jumpscares lieber. Weil Psycho-Horror ja so auf Dauerstress setzt. Verschlossen? Du bist verschlossen. Oder was heißt Dauerstress? Auf jeden Fall... Hollow Needle? Ist das nicht so ein Brecheisen Dietrich? Nee, also ich nehme da lieber Jumpscares. Das ist so dieser eine Moment. Wo es dann so einmal... Es ist so wie... Holy fuck, das ist Ghostface. Aber dann geht es auch wieder und da beruhigt sich der Puls. Das ist ja so richtig Dauerstress. Also ja, boah, ne. So, sie sollte lieber wieder gehen. Das kann sein Herz ja gar nicht mehr. Meins aber auch nicht. Hier ist immer noch Wasser.
warum gehen hier eigentlich alle Türen nach innen auf? Verdammt mich nochmal! Nee, da geht's. Also da kann ich mich auch dann drauf einstellen, dass irgendwann eventuell der Typ wieder hinter mir steht und ich wieder vorher verjage. Und ja, es war wirklich permanent. Irgendwas ist da und druff so. Alter Tönnef, ey, Jumpscares sind mir lieber. Okay. Was ist das hier für ein Brunnen der Jungfräulichkeit? Oh. Das ist irgendwie freaky. Patsch, patsch, patsch. Das ist ein freaky Brunnen. Auf meinen Brunnen planschen. Komm, die Tür ging auf, die möchte uns doch irgendwas sagen. Das Blut wird immer roter. Inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Ein Fahrstuhl. Okay. Und die Blutspuren gehen hier lang. Dann gucken wir uns doch lieber erstmal noch in den anderen Räumen um. Machine Room ist versperrt. Weil unsere Lichtreserven sind halt völlig ausgeschöpft. Und wir müssen noch irgendwo welche finden. Woran bin ich hier gerade hängen geblieben? Eine Study! Auf ins Study Room. Hier ist Licht. Sieh mal, hier sind wieder gruselige Geräusche. Eine Tinderbox. Das ist gut. Noch eine Tinderbox. Ein bisschen Öl wäre halt noch cool. Irgendwas mit dem Trichter kaputt. Sind wir schon jetzt so lange im Dunkeln? Was zu dunkel da drin? Hier ist noch eine Notiz. Ich finde die ein bisschen lang. Ja, es fehlt halt absolut an Licht. Ist gut und crystal clear. Das ist gut. Das war ein Spinnennetz. Hier reingeraten.
Ich würde gerne mit dir wieder gehen. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Okay, er hat Hunde auseinandergesäbelt. Um offensichtlich zu lernen, wie man Menschen auseinandersäbelt. Okay. Ja, super. Alles gut. Prima. Hier gab es halt eigentlich nichts zu finden. Das hat mir nicht geholfen. Drei Tinderboxes. Ist eigentlich nicht das, was ich gerne hätte, wenn ich gleich Fahrstuhl fahre. My journal is gone. What would they want with my journal? Kriege ich schon wieder diese Ekelkäfer rum? Kann ich die eigentlich zertreten? Nee. July 2, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. Lufa quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Ja. Aber ich fürchte, ich werde hier auch nicht viel finden. Oh, doch. Laudanum. Geh doch mal weg, du Schublade. Ich möchte die Schublade hier aufmachen. Oh. Ich wollte sie eigentlich nur aufmachen und nicht gleich rausreißen, aber... Naja, wir machen ja auch keine halben Sachen. July 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber,
Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Ja, ehrlich, was ist das dann? Hier ist noch ein Tinderbox. Oh. Ein Brecheisen. Ja, 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 ja. Sachen aufbrechen. Lassen wir machen. Ja gut, wir haben ja jetzt ein Brecheisen. Können wir das wieder aufsammeln? The key. Please, let it be here. Das Brecheisen ist gebrochen. July 4th, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Da. Geh wieder weg. Kam es her und wo ging es hin? Hier liegt ein Oberkörper. Der lag hier eben noch nicht. Okay. Ich weiß halt nicht, ob ich wirklich diesen Blutspuren da folgen möchte. Aber wir sollen ja immer weiter. Ins Lager.
Wow, hier ist es halt wirklich duster. Und es geht einfach weiter runter. So, ein bisschen Licht. In der Hoffnung, wir finden hier noch irgendwas. Hier ist eine Tür. Ja, ich bräuchte hierfür wahrscheinlich eigentlich die Fackel. Nicht die Fackel. Laterne. Lampe.